Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 802. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen halt erstmal 80 Millionen Fisch und dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit und zwar in meinem Shop gibt es jetzt auch, es wurde nämlich jetzt mal nachgefragt und da wusste ich noch nicht, wie es ging, aber jetzt habe ich es rausgefunden. Gibt es jetzt auch nochmal einen neuen Hoodie und zwar hat der auf der Vorderseite und auf der Rückseite ein Logo drauf, also auf der Vorderseite ist die Drachenraute sozusagen getroffen und auf der... Ja, endlich haben wir diesen Drachen. Ist das mal... Also, das war echt schlimm. Ne, und auf der Rückseite ist in groß das Kanallogo getroffen. Kann ich auch hier nochmal kurz einblenden. Und da wisst ihr das. Da seht ihr das auch nochmal. Und genau, da könnt ihr euch auch gerne... Könnt ihr gerne mal im Shop vorbeigucken. Es wurden bis jetzt schon knapp ungefähr 10 Bestellungen getätigt. Also schon richtig geil auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an alle, die schon sich was geholt haben. Und falls ihr es euch noch nicht geholt habt, könnt ihr euch noch holen. Ansonsten könnt ihr es euch natürlich auch zu Weihnachten oder so wünschen von euren Eltern oder so. Und ja, wir schauen erstmal, was hier jetzt so ansteht. Wir schicken die ganzen Leute los. Achso, noch Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung, findet ihr da unten. Ich habe es gestern leider nicht mehr gemacht, die Leute losgeschickt zum Eisen. Ich habe es irgendwie komplett vergessen. Ich bin dann noch relativ zeitig gestern schlafen gegangen, war einfach auch müde. Deswegen werden wir es heute leider noch nicht schaffen, Valkas Zuflucht hochzumachen. Machen wir dann vielleicht morgen. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal morgen auf jeden Fall. Morgen sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Heute noch nicht ganz. Aber gut. Schauen wir mal. Erstmal öffnen wir das Paket und wir bekommen nichts. Dann können wir hier bei der Herbststatue und der Winterstatue nochmal einsammeln. Aber da ist auch nichts Großes jetzt dabei. Okidoki. So, dann gehen wir hier hoch. Dann kannst du einmal los. Let's go. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht schlecht vom Eisen. Ne? Wir haben ja schon mal ein bisschen Eisen jetzt auf jeden Fall da. Wir haben noch jemanden, den wir füttern können. Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Wie geil. Mist, ey, hätte ich das eher mitbekommen. Das wäre viel besser gewesen. Naja, gut. So, dann könnt ihr wieder los. Let's go. So, so. Und dann können wir hier nochmal einmal füttern. Dann kannst du nämlich erstmal wieder zum Holzen. Die restlichen können wir jetzt aber nicht mehr füttern. Das heißt, jetzt müsste es sich eigentlich wirklich ausgefüttert haben. Oder ich finde dann im morgigen Video oder so wieder jemanden, der nicht ausgefüttert war. Aber das werden wir dann mitkriegen. Hier müssten jetzt erstmal alle durch sein. Gut, genau. Hier haben wir keine Drachen, hier haben wir auch keine Drachen. Dann können wir drüben einmal Muffel erstmal wieder losschicken, damit du schon mal wieder auf Reise oder Erkundung oder Reise ist es eher gehst. Mal sehen, vielleicht findest du ja noch irgendwas Cooles. Ja, ja. 250 Runen wären schon sehr lecker. Würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Grüner Tod, du kannst wieder los. Dann geht's hier drüben weiter mit dem Immerflügler. Außerdem haben die wieder die normalen Farben. Seit dem neuen Update. Die sind wieder normalfarbig und nicht so dunkler wie im Herbst. Das ist schön, weil es hatten sie erst, da war ein kleiner Fehler drin, wo sie das Design geändert haben. Aber sehr, sehr schön. Da habe ich doch nichts dagegen. Das sieht ja wunderbar aus. So, Eret, du kannst heute auch wieder los. Sind wir jetzt schon bei 67 Bernstein. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall auch gut voran. Gut, ist wieder alles da an Anzeigen. Ich dachte gerade, es bleibt innen weg. Gut, schicken wir erstmal alle anderen Reisetrachen noch los. Einmal zu Windfang gratis, dann haben wir hier Hakenzahn, der kann natürlich auch wieder gratis los. Dann haben wir hier einmal Kotz und Würg, da geht es auch wieder ganz normal weiter. So, Berg und gratis und dann haben wir noch einmal Fleischklops. Und da können wir natürlich auch einmal wieder ganz normal erstmal weiter. So, dann hier und gehen wir auf Garantie, wollen wir uns nicht lumpen lassen, holen wir uns das, gucken wir noch gleich mal rein. Ob das was wird, komm, seltenes Paket incoming, das wäre jetzt richtig, richtig saftig und wir bekommen keins, wir bekommen das Schlechteste, wir bekommen Zahnräder. Naja, gut, hat jetzt nie ganz so schön funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Naja, gehst du wieder los, so, dann können wir hier einmal das Gratis-Paket noch einsammeln, let's go. Und kriegen wir nochmal 9 Urinsmagen, auch ganz gut, so, einmal einsammeln, Todesritter, wunderbar. Hier nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und nochmal ein paar Runen zum Schluss. Dann öffnen wir das zweite Paket auch noch. Let's go. So, dann haben wir das nächste Gratis-Paket. Und hier gibt es einmal Gronkels Grill Knochenräuber. Wunderbar. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Runen, nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch. Wunderbar. Also weg damit. So, dann können wir hier, haben wir nichts. Hier ist nur Holz, Fisch drin. Würde ich sagen, gehen wir hier einmal rein. Können hier einmal alles einsammeln. Und schauen, was da so bei rumkommt, ob wir irgendwas Cooles kriegen. Die nächste Belohnung sollten wir heute prinzipiell eigentlich erreichen. Aber ich glaube, mit der nächsten Belohnung gibt es jetzt keine Season-Währung. Also gleich hier haben wir nochmal 50 gekriegt, aber jetzt hier kriegt man, ich glaube, keine, sondern genau, es ist ein Gratis-Paket. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, weil damit schaffen wir es jetzt auf jeden Fall noch nicht. Dann müssen wir mal gucken, weil ich würde halt schon irgendwie gerne wieder ein Paket öffnen. Aber das werden wir heute wahrscheinlich eher nicht erreichen.
Weil da fehlen uns jetzt noch 20 Punkte und diese 20 Punkte kriegen wir hier nirgendwo so einfach. Wir brauchen noch eine Aufgabe? Und das sind für uns alles unmögliche Aufgaben. Das ist ein bisschen mies. Naja gut, dann halt jetzt nicht. Spießrutenlauf haben wir noch. Und zwar den langen, also beziehungsweise lange geht er, kurz ist er. Mit 5 Kämpfen könnten wir heute prinzipiell vielleicht komplett durchgrinden, müssen wir mal gucken. Das weiß ich nicht genau. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen, was wir uns da holen können. Ein paar Belohnungen hier und da. Am Ende dann, ich weiß gar nicht, womit die aufgehört haben, habe ich jetzt gar nicht geguckt, Mist. Auf jeden Fall kriegen wir am Anfang erstmal, ich glaube, ein gratis Paket war es. So, ist so erstmal ganz entspannt, was die Welle hier so ist. Die haben jetzt nicht über viel Leben, das ist also alles ziemlich geil erstmal soweit. Da lässt sich auf jeden Fall was mit anfangen. Hier nochmal normal rein. Let's go. Dann kommen wir hier einmal, ja, wir können Schwäche geben, das macht jetzt auch nichts aus. Das ist jetzt auch nicht schlimm. So, dann können wir mit dem Knochenräuber normal. Dann gehen wir mit dem Skrill normal. Dann haben wir den auf jeden Fall auf Garantie schon weg. Den haben wir sogar mit dem Knochenräuber schon weg. Hier gehen wir normal rein, geben Schwäche vom Sturmschneid und dann kriegt man den Rest auch noch easy hin. Dann sollte das, denke ich, auch kein Problem werden. So, jetzt erholen wir uns den. Können uns auch gleich heilen. Damit sind wir wieder mit vollem Leben in der nächsten Welle, was auf jeden Fall auch mal sehr gut ist. Haben auch keine negativen Effekte mehr, was auch noch besser ist. Gehen jetzt erst auf den wahnsinnigen Zipper, damit der erstmal schön weg ist. So, geben hier einmal Schwäche, let's go. Und jetzt können wir den noch nie ganz wegholen, sondern jetzt kriegt man ganz weg, genau. So, und jetzt geben wir hier Schwäche, greifen wir mit dem Knochenräuber normal an, gehen wir mit dem Skrill mit der Dreierattacke rein. Und dann haben wir, denke ich mal, auf jeden Fall schon gewonnen. Dann sollte das hier gar kein Problem machen. Zap, zarap. Der ist weg. Wir haben gewonnen. Let's go. 2 Glücksritter incoming. So, da drehen wir am Glücksrad und wir bekommen hier einmal eine schnelle Aktion. Let's go. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier gibt es einmal Holz und wir bekommen 50 Millionen. Naja gut, 5% von unserem Lager ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Dann sammeln wir einmal das Gratis-Paket ein. Let's go. Grobians Hort-Paket, auch sehr geil. Wollen wir auch gerne mitnehmen, wenn es geht. Und dann können wir in den nächsten Kampf schon gehen. Wunderbar. Schauen wir mal. Den sollten wir, denke mal, auch... Also ich denke mal, dass allgemein so bis Bosskampfende, sage ich mal, sollte eigentlich auch nie so schwer sein, der ganze Spießenlauf. Ich denke mal, nee, dass wir hier große Probleme haben werden. Ich meine, das Einzige, wenn wir mal richtige Schusselfehler oder so machen oder halt gar nie aufpassen, dann vielleicht. Aber ansonsten... Sollte es eigentlich sehr einfach, schätze ich mal, werden. Wir geben hier gleich mal die Schwäche von unserem Sturmschneid. Vielleicht haben wir jetzt wieder einen Aktionspunkt mehr, also Aktionspunkte Booster so rum, mehr als wir insgesamt lagern können. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall einsetzen in diesem Spießenlauf, weil später würden wir ihn einfach verlieren und könnten ihn nicht mehr nutzen. So. Dann Leute, was ich mal fragen wollte, wollt ihr eigentlich mal wieder, wenn dann, also mal gucken, ich dann... Wenn es euch wünscht, dann würde ich mal wieder, sage ich mal, alle Tipps und Tricks und die es so gibt, zusammensammeln im Spiel und mal gucken und da vielleicht wieder mal ein Video zu machen, weil wir hatten ja jetzt schon eine Weile nicht mehr. Es gibt jetzt seitdem einiges Neues. Deswegen könnten wir da ja mal gucken, falls ihr möchtet. Ansonsten halt nicht, ne? Aber wenn ihr möchtet, können wir das ja gerne mal machen. Da könnt ihr ja einfach mal reinschreiben und wenn ihr dann auch irgendwie Tipps oder Tricks hättet, die ich damit reinbringen soll oder so, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare oder so schreiben. Ihr müsst mir aber unbedingt mal, weiß ich nicht, ob da mal vielleicht jemand von euch irgendwie Lust hätte, mit mir im Discord oder so zu gehen. Es wurde ja manchmal schon reingeschrieben, dass man vom Gegner die Attacken sehen kann, wenn man irgendwo bestimmt eine Weile hindrückt oder so. Ich habe es noch nicht rausgefunden, wie irgendwie man hier eine Weile drückt oder so, dass man die Attacken vom Gegner sieht. Ich weiß nicht, wie es geht, Leute, müsst ihr mir unbedingt mal zeigen. Das wäre sehr, sehr nett. Also, wenn ihr mir da mal helfen wollt, könnt ihr das gerne machen. Hier nehmen wir jetzt erst einmal Fisch mit. 250, ey, das sind 25% von unserem Lager. Und wie viel kriegt man hier? Hier kriegt man nochmal 25% vom Lager. Leute, das ist nicht normal. Also irgendwie für das Spiel hier schon, aber es ist eigentlich nicht normal. So, sagen wir einmal das Grobians Hot-Paket ein. Ich hoffe, dass wir da dann irgendwas geistigen. Ich würde es jetzt noch nicht öffnen. Ich würde hier noch ein Ründchen warten. Wir gehen erstmal in den nächsten Kampf, machen den. Gucken, dass wir da gewinnen. Sollte, denke ich, ohne kein Problem werden. Ey, Leute, ich habe mich jetzt... Ich habe mich neu ausgerüstet. Und zwar habe ich mir jetzt sämtliche Folgen von Dragons rangeholt. Also ich habe Reiter von Berg, ist ja Staffel 1. Dann habe ich Wächter von Berg, ist ja Staffel 2. Dann die erste Staffel von Auf zu neuen Ufern, was ja insgesamt Staffel 3 ist. Dann die zweite Staffel von Auf zu neuen Ufern und die dritte Staffel von Auf zu neuen Ufern.
Mehr gibt es ja nicht. Es gibt ja nur diese 3 Staffeln eigentlich. Im Internet werden manchmal, da war ich sehr verwirrt, als ich es gesehen habe, sie sind die manchmal als 6 Staffeln niedergeschrieben. Aber eigentlich gibt es halt nur diese 3 Staffeln. Also die erste Staffel ist halt Reiter vom Berg, die zweite ist Wächter vom Berg, die dritte ist Auf zu den Ufern, dann gibt es die nächste Auf zu den Ufern und dann gibt es die letzte Auf zu den Ufern. Das sind insgesamt nur 5 Staffeln sozusagen. Die habe ich jetzt alle, dann habe ich diese 4 Sonderfolgen, die es noch gibt. Also Knochenräuber, Saga irgendwie hieß das ja. Dann das Buch der Drachen, dann wie Drachen ran entstanden und das Geschenk des Nachtschattens. Und dann gab es ja noch diese andere hier, die guten alten Zeiten hieß das, ich glaube, wo Jan Hicks und so ja schon erwachsen ist, wo die dann die Drachen dann nochmal aus der Geheimwelt sehen. Den habe ich jetzt auch noch geholt und genau, das ist es soweit, das ist es mal. Und vor allen Dingen habe ich die jetzt alle schön noch in einer Verpackungsform geholt, weil ich habe jetzt sozusagen Staffel 1, also was die Reiter vom Berg sind, habe ich jetzt zweimal. Einmal Volume, also einmal in diese, es gab ja, dieses, dass sie so in Volumes eingeteilt sind, halt so Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, wo halt in jedem Volume sozusagen immer nur so 3 Folgen oder so, nee, mehr als 3, 6 Folgen, ich glaube, drin waren. Ich bin mir nicht genau sicher. Jedenfalls nur begrenzt, also wo halt nicht alle Folgen dabei sind. Aber jetzt habe ich mir halt für jede Staffel halt, wo es die auf einer CD ist, sozusagen gekauft, beziehungsweise einer DVD, was halt meiner Meinung nach cleaner aussieht. So, also im Prinzip habe ich halt jetzt einfach diese erste Staffel, was Reiter vom Berg ist, doppelt, weil ich habe die einmal in Volume 1, 2, 3 und 4 und dann einmal als komplette Staffel. Das heißt, ich habe sie doppelt. Da habe ich jetzt auch mal überlegt, man könnte vielleicht, da muss ich mich aber erstmal schlau drüber machen, damit das so alles YouTube-Richtlinien und so entspricht, könnte man theoretisch, wenn ihr das wolltet, ein Gewinnspiel machen, wo ihr die komplette erste Staffel von mir gewinnen könntet, die sozusagen ich mal besessen habe. Also sie wäre dann sozusagen schon in Gebrauch und zwar hätte ich sie schon mal besitzt. Ich habe sie schon auch 3-mal oder so von der DVD geguckt, oder 2-mal, aber ihr könntet sie dann theoretisch gewinnen, sage ich mal. Wäre jetzt so meine, wäre mal so eine Idee, die mir gestern durch den Kopf gegangen ist, gewesen. Da muss ich mich aber erstmal, also ihr müsst erstmal reinschauen, ob ihr das halt wolltet. Und wenn ihr es wollt, dann würde ich mich halt schlau machen, wie das alles richtig funktioniert und so, weil das könnte man ja mal machen. Weil ich meine, Gewinnspiel so richtig hatten wir ja noch nie. Und da könnte man das auf jeden Fall mal machen, meiner Meinung nach. Müsst mal halt gucken, wie schon gesagt, ich müsste mich da erstmal ein bisschen schlau machen, dass das halt alles auch rechtlich und so dann alles im grünen Bereich ist. Aber da müssen wir mal gucken, kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich mal. Da schaue ich einfach mal. So, wir gucken mal, dass wir jetzt erstmal noch gewinnen. Holen uns dann die noch hier weg. So. So. Dann mit dem Sturmschein einmal heilen gehen. Let's go. Und dann kommen wir mit dem Knochenräuber einmal rein. Mit dem Skrill erstmal, mit dem Knochenräuber und dann kriegen wir den auch noch weg. So, wunderbar, der ist weg. Dann geben wir ja einmal Schwäche mit unserem Sturmschneid. Hoffen, dass unser Knochenräuber es überlebt, den müssen wir ansonsten gleich mal heilen. Aber er überlebt diese Welle noch. Und die nächste müssen wir mal gucken, die kriegen wir vielleicht auch ohne ihn hin, wobei es mit ihm schon geiler wäre. Deswegen wäre es schön, na gut, wir werden ihn verlieren. Ich könnte natürlich 1, 2. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas einsetzt, ist hoch. Machen wir es mal so. Und hoffen mal, dass sie einfach keine viel höheren Attacken einsetzen. Oder halt auf einen anderen Drachen. Zum Beispiel jetzt auf den Sturmschneid. Das ist nicht der Sturmschneid, aber okay. Gut, da ist er halt weg. Haben wir ihn halt doch verloren. Auch egal. Dann machen wir das halt so noch hier. Das gewinnen wir auch so. Da brauchen wir den nicht dazu. So, jetzt holen wir mit dem Sturmschneid. Geben wir gleich Schwäche, um uns den... Nee, gib mal, nee, wir gehen auf die Heilungsattacke. Oder? Bin mir unsicher, Leute. Ja, wir machen Heilungsattacke. Let's go. Wir haben eh einen Aktionspunkt zu viel gehabt. So, einmal das. Dann greifen wir hier einmal normal an. Damit haben wir eigentlich schon gewonnen, weil jetzt ist es nicht mehr schwer. Jetzt geben wir nochmal die Schwäche auf den in der Mitte. Und dann können wir nochmal die 2 Attacke auf den hier rechts geben. Okay, jetzt können wir gar nichts kontrollieren. Dann muss er das selber machen. Na, das hat Schnee gemacht. Gut. Kriegen wir nicht so weg. Nee, gut. Oh, schade. Krieg mal irgendwie hin, Leute. Krieg mal hin. Gar kein Problem. Genau, dann hier jetzt nochmal das hier. Wunderbar, dann ist Nummer 1 weg. Damit haben wir nochmal 2 weg und damit ist auch der Vorbosskampf zu Ende. Let's go. So, dann drehen wir hier am Glücksrad und wir bekommen einmal Fisch. Ey, es sind jetzt über ein Drittel unseres Lagers ist, da haben wir gerade bekommen. Das ist unnormal, das ist einfach nur krank. Und jetzt bekommen wir fast 50% unseres Lagers
noch einmal oben drauf. Da sagt man auch nicht nein. Ich würde sagen, den letzten Kampf, den heben wir uns noch für morgen auf. Und dann würde ich erstmal rausgehen. Dann haben wir hier noch was fertig, und zwar öffnen zwei Markenpakete. Kann man auch mal gemacht haben. Dann sammeln wir hier nichts mehr an, was alles überläuft. Dann können wir aber uns dann nochmal beschleunigen, damit wir den heute auch haben. Und ja, Leute, wir haben wieder einen Teil. Das heißt, uns fehlen nur noch... Ja gut, nee, dann verkaufen wir dich. Das, ja, nö, schade, aber gut. Uns fehlen nur noch zwei. Diese zwei wollen wir noch ranholen. Dafür gehst du wieder los, kriegst nochmal mit 200 Truhen rein. Und damit haben wir hier nochmal eine Aufgabe fertig. Und ich würde auch sagen, das wäre es mit dem heutigen Video erstmal gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.